Nein, da war ich nicht. Da oben ist die Tür, wo ich reinkommen bin. Ja, jetzt, wo ich schon mal da bin. Okay. Wir müssen ganz kurz schnell den Chat wegmachen. So. Der Zombie? Nee. Glaube nicht. Hier ist ein kleiner Raum. Was ist hier? Oh, ein Dolch. Ja, mitnehmen. Geil. Geil, geil, geil. Was gibt's hier? Ein Zombie, wo der Dolch reinkommt. Wow, das ist echt ein kleiner Raum. Wow, kleinster Raum ever. Welches Spiel wird durchgehypt? Du meinst No Man's Sky? McFlatron? Was ist denn das für ein Raum? Kenne ich den? Was sind das für komische Schienen oder so? Sind das Schienen? Ich weiß gar nicht. Was ist das? Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Ah ja, da kommt der Diamant rein. Da kommt der rein. Ein blauer Diamant und ein gelber Diamant wahrscheinlich. Okay. Bekommen wir den gelben Diamant vielleicht an der Stelle, wo dieses Giftgas rauskommt? Könnte sein. Muss ich jetzt weiter? Da muss ich rein. Beim Roten weiß ich nicht genau, wie wir vielleicht da durchkommen. Jetzt gleich rausfinden. Ist das Sichel? Ist das Sichel? Oh. Und da ist der Durchgang, oder? Genau, da ist der Durchgang. Da komme ich jetzt irgendwo hin, keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall durchgehen. Evil Within. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Ich kannte das gar nicht so. Oh, ein Zombie. Bleib bitte da liegen. Obwohl, warte mal, ich habe doch noch Benzin dabei. Ich habe doch noch Benzin dabei. Was mache ich mit N? Mache ich das? Burn. Burn them all! Burn them all! Top. Der kommt nicht mehr. Mitnehmen, natürlich. Jetzt kann ich es wieder aufladen. Und jetzt eigentlich gleich R drücken, oder? Nö, cool nicht. So. Ist wieder voll. Gott sei Dank. Okay, ich habe jetzt voll dieses Zeug dabei. Da ist eine Blendgranate. Irgendwo ist ein Dolch. Den sehe ich jetzt gerade nicht. Aber ich habe einen Dolch. Dann habe ich Munition. Ich habe sogar nein, Schrotflinte habe ich ohne Munition. Aber ich habe eine Pistole mit Munition. Das ist richtig cool. Das kenne ich gar nicht so. Das Regal ist voll von hochprozentigem Alkohol. Geil. In so einer Zombie-Apokalypse möchte ich ganz gerne viel Alkohol haben. Der sieht irgendwie unverändert aus. Naja, ich weiß nicht. Wenn er hochkommt, der schaut halt angebissen aus. Aber ich bin froh, dass ich ihn abgebrannt habe. Das muss so, das ist Special Effekt. Viel Muni ist das jetzt aber auch nicht. Ja, gegen die Bosse brauche ich auf jeden Fall was. Das macht mir eigentlich schon ziemlich Angst, muss ich echt sagen. Die Bosse werde ich wahrscheinlich. Er wird von etwas blockiert und lässt sich nicht öffnen. Ein Zombie oder was? Hä? Mitten im Raum ist das. Mitten im Raum, okay. Was wollt ihr jetzt sagen? Ja, die Bosse. Ja, ich habe echt nicht viel Munition. Oh, fuck. Ihr habt es gerade gesehen, oder? Hallo Zombie. Da ist ein Zombie im. Da ist ein Zombie im Wandschrank.
Weil es keinen Bock, dass da ein Zombie rauskommt. Oh Mann, da muss ich ihn öffnen. Hasse dich. Oh Mann. Mach eh. Und tschüss. Aua. Bin jetzt. Jetzt habe ich mich selbst verletzt. Fuck. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Das ist ein Schlüssel. Ein alter Schlüssel, den scheiße doch. Oh, oh Mann. Ich hab mir jetzt eigentlich mehr erwartet. Ist hier nur irgendwas? Was ist das? Tagebuch des Wächters. Okay, da bin ich ja gespannt. Nur ganz kurz den Chat nachlesen. Das ist vor dem Treppenzeichen. Da macht er einen Headshot. Wäre er doch immer so. Ich kann nur so einen Headshot machen. Ich kann nur, wenn ich diese Blankgranate, wenn ich die ins Maul von dem Zombie stopfe, dann ist die Blankgranate im Maul drin und dann kann ich die anschießen. Anders kann ich keinen Headshot verteilen. Das geht leider nicht. Ja, und so langsam. Oh ja, langsam bin ich. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. Der Steve, der Mistkerl. So ein Hund. Hoffentlich wird er bald gekillt von Zombies. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pilz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Aha. Naja, kann man mal machen. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. Okay. 11. Mai. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Einen Unfall. Okay. Das ist der Hintergrund hinter dem ganzen Ausbruch. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. Die sind unkonzentriert. 12. Mai. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. Das ist echt dumm. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Ja, mach sie einfach noch aggressiver. Okay, jetzt wissen wir also, wieso, dass sie so aggressiv sind. 13. Mai. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. Ja, du brauchst den Schutzanzug nicht mehr. Du bist schon infiziert. 14. Mai. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Was? Den Fuß? Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. What the fuck? Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Fuck. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Ja, ganz tolle Idee. Ganz tolle Idee. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. Oh ja. Oh ja. Also der Zombie ist so langsam, McFlatron. Ich dachte, ich bin nämlich auch langsam bei sowas. Chris trifft immer den Richtigen. 16. Mai. Moment, war das jetzt ein Tag? 2 Tage waren es. 2 Tage dazwischen. 16. Mai. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los?
Ah, fuck. Übel, übel. Stellt euch mal vor, hey. Der Körper beginnt so einfach nur zu verwesen. Voll übel, hey. 19. Mai. Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. Mai. Juckt, juckt. Scott kam hässlich. Habe ihn gefressen. Lecker. Oh ja. Es geht abwärts. Es geht richtig abwärts. 4/ juckt lecker. Okay. Lecker, lecker. Achso, wir müssen ihn ja auch noch verbrennen. Stimmt. Ist das eigentlich alles? Komische Smarties oder so? Nee. Ist egal, glaube ich. Überall sind Kleidung und diverser Krimskrams verstreut. Achso, dann war das er, oder? Wahrscheinlich war das er. Weil das ist ja sein Bein, das er hinterher geschliffen hat. Das war schon er. Der Wächter. Wenigstens hat der Wächter Munition da gelassen. Oder er war das. Das kann auch sein. Naja, das war der Scott wahrscheinlich. Das war der Scott. Kann ich den. Okay. Er sagt nichts dazu zum Zombie. Wahrscheinlich war es der Scott. Kann ich jetzt hier raus? Nee. Durchgehen kann ich jetzt nicht. Nee. Wieso wird die von etwas blockiert, diese blöde Tür? Kann ich jetzt den benutzen? Nee. Ja. Dann heute nicht. Tschüss. Ich brauche wieder Benzin. Unbedingt. So, rechts ist noch eine rote Tür. Ich möchte mal testen, ob ich da durchkomme. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Top. Top. Hoffentlich wartet da jetzt kein Zombie auf mich. Geht's gerade nicht so gut. Aber wartet kein Zombie auf mich. Wo ist Benzin? Ja, ich gehe jetzt erstmal da raus. Und dann nach oben. Weil da gibt es nämlich Benzin. Und da gibt es auch was zum Heilen. Das wäre nämlich optimal. Und dann muss ich noch die Mondscheinsonate spielen. Das mache ich jetzt einmal gleich. Mach jetzt gleich mal. Kein Zombie? Gut. Achso, was war jetzt eigentlich mit diesem blöden Gemälde? Das muss ich auch noch manipulieren. Aber da habe ich jetzt nichts dabei. Ne. Da war jetzt nichts dabei. Irgendwas war auch noch mit dieser Uhr. Da konnte man irgendwas manipulieren an dieser Uhr, glaube ich. Mal schauen, mal schauen. Kein Zombie? Kein Zombie. Okay. Ja, kein Zombie, gut. Gehen wir nach oben. Schlepp dich nach oben, alter Mann. So. Wo muss ich jetzt lang? Bin jetzt da. Ich muss. Da muss ich raus. Moment einmal, wo war denn das? Das war doch gar nicht. Da war der Benzinkanister gar nicht. Der war da hinten irgendwo. Oder da? Oder war der da draußen, wo der Wesker auf mich losgegangen ist? Ne, das war nicht der Wesker. Der eine. Ja, das war glaube ich da hinten. Ja, da war das. Da konnte ich mich jetzt nur heilen. Ich heile mich jetzt erst einmal. Jetzt auf die andere Seite. Also da lang. Dann gehe ich da raus. Mac Flatrun, gehst du ins Bett? Dann auf jeden Fall gute Nacht. Schlaf gut. Und wir sehen uns am Sonntag wieder zum Espresso. Sonntag. 11 Uhr, also wieder ganz normal. Um 11 Uhr. Auf
Vielleicht kommen jetzt keine Hunde. Dass wieder neue Gegner kommen. Das wäre scheiße. Blöde Falter, echt. Machen so spooky. So. Hier wachsen grüne Kräuter. Bla bla bla. Ja. Ich habe meine Wunden versorgt. Wie geht's mir? Mir geht's wieder super. Geil. Geil, geil, geil. Sehr schön. Jetzt geht's mir besser. Jetzt muss ich bloß irgendwo noch Benzin finden. Da kann ich jetzt runtergehen. Ist da Benzin? Na. Da ist doch kein Benzin, oder? Der Zombie ist da. Da habe ich aber erschossen, oder? Ja. Da hinten auch. Ja. Ja. Okay. Unten ist kein Benzin. Ich habe noch alles im Inventar, das ich benutzen wollte, außer diesen Schlüssel. Ja, mal schauen. Ich teste mal, ob die Tür aufgeht. Die war nämlich die ganze Zeit rot. Helmsymbol. Okay. Das geht nicht. Das heißt, brauche ich unten irgendwas? Einen freien Inventarplatz, der wäre schon nicht schlecht. Aber ich kann auch zur Mondscheinsonate gehen. Ich gehe jetzt rüber zur Mondscheinsonate. Wo waren die dann gleich wieder? Die war doch irgendwo da hinten, ne? Oder? Moment mal, ich gehe mal nach oben. So. Da ist nix. War die unten, ne? Es könnte sein, dass die unten war. Da irgendwo. Oder war die da drüben? Das war jetzt echt nicht mehr. Ich glaube, die war da drüben. Ich glaube, die war da irgendwo. Mondscheinsonate. Ja. Ich muss da rüber gehen. Das heißt, ich gehe jetzt da links rum. Links rum. Genau da, wo ich... Moment, wo muss ich runtergehen? Nö. Nö, ich gehe jetzt oben rum. Hier oben rum. Was so rum? Uah, fuck. Scheiße. Boah. Okay. Ich brauche unbedingt mehr Dings Benzin. Okay, da lang. Warte aus. Wo kriege ich mir Benzin her? Ich brauche mir unbedingt Benzin. Da ballert sonst so einen Haufen Schüsse. Das muss nicht sein. Geradeaus. So. Da lang. Genau da lang. Jetzt Zombie. Nö, kein Zombie. Kein Zombie. Achso, jetzt habe ich ja noch keinen freien Inventarplatz. Dann schaue ich jetzt erst einmal zur Mondscheinsonate. Da kann ich jetzt nicht rein. Was war denn da? Da war der Richard, oder? Da ist dieser Raum mit dem Giftgas. Wenn ich jetzt dahinter gehe, ist das die Mondscheinsonate. Ich gehe jetzt erst einmal hier lang. Ah ja.